hat recht lange gedauert, aber endlich ist die Kabine fertig. Hi, mein Name ist Lukas und ich war im letzten Jahr mit meinem Camper in Europa unterwegs. Doch jetzt habe ich ihn verkauft, um mit meinem neuen Toyota Hilux Richtung Asien aufzubrechen. Im letzten Video habe ich euch das Alugerüst gezeigt und verraten, was so eine Kabine kostet. In diesem Video kommen die Alubleche dran, die Fenster rein, wir bauen die Tür und machen einen Wassertest, ob auch wirklich alle Nieten und Kanten dicht sind. Oh fuck, scheiße. Eins noch kurz vorab, sorry, dass so lange kein Update kam. Es dauert alles ein bisschen länger als gedacht. Eigentlich habe ich es auch schon so erwartet, dass es länger dauert. Mich hat es gesundheitlich ein bisschen aus der Bahn geworfen und ich konnte dieses Jahr erst hier ein paar Wochen am Auto bauen, aber jetzt geht es endlich weiter. Bevor die Bleche drankommen, musste noch das Gerüst vorbereitet werden, da die Aluprofile eloxiert sind, würde der Kleberschicht haften und es muss abgeschliffen werden. Das macht eine Menge Staub und geht deshalb nur draußen mit Atemschutzmaske. Die 1,5 mm Alubleche sind zwar schon auf dem Millimeter genau zugeschnitten, aber die Ausschnitte für die Radkästen, Fenster und die Türen fehlen noch, das machen wir also noch vor dem Nieten. Angefangen haben wir bei dem Bodenblech, das besteht aus zwei Teilen wie auch das Dach, weil es die Bleche einfach nicht so groß gibt. Als erstes wird das Blech ausgerichtet und mit Schraubzwingen fixiert. Dann wird angezeichnet, wo die Streben entlanglaufen und gebohrt. Das sollte man auch lieber dreimal nachmessen, denn so eine Platte kostet um die 300 Euro. Ein Blech habe ich tatsächlich auch richtig versaut, hier habe ich ein Loch falsch reingebohrt. Das habe ich einfach falsch angezeichnet, nicht nochmal kontrolliert und mich schon echt super geärgert. Letzten Endes habe ich einfach von innen aber noch einen Blechstreifen dran geklebt und das Loch quasi mit Kleber gefüllt. Das ist auch so jetzt dicht, denke ich, und da kommt einfach ein Aufkleber drauf und dann sieht das auch wieder schick aus. Dann kommt die Fleißarbeit, denn es braucht Abstandshalter, damit der Kleber eine gewisse Schichtstärke hat und auch richtig hält. Ich habe dafür 1 mm Unterlegscheiben verwendet, die dürfen aber nicht verrutschen, weshalb an jede einzelne Unterlegscheibe doppelseitiges Klebeband geklebt wird. Knapp 1000 Unterlegscheiben mussten in Handarbeit ausgestanzt werden, das hat aber zum Glück Papa gemacht. Mein Vater hat mir natürlich noch bei vielen, vielen anderen Sachen hier geholfen, also tausend Dank Papa, ohne dich wäre das hier alles nicht möglich. Zum Kleben habe ich hier Sika 554 genommen, das ist auch UV-beständig und das klebt echt wie Sau. Wenn das irgendwo hinkommt, wo es nicht hinkommen soll, wischt es auf jeden Fall noch ab, während es feucht ist. Das geht ganz gut mit Silikonentferner, wahrscheinlich auch mit Bremsenreiniger. So eine Kartusche ist tatsächlich auch recht teuer, 16, 17 Euro mittlerweile und Alter, habe ich davon viele verbraucht. Ich dachte, dass ich vielleicht so 10 Stück brauche, aber ich musste ständig nachbestellen. Am Ende waren es 25. Also ja, ist schon, damit hatte ich am Anfang nicht gerechnet. Da ja hier an den meisten Stellen eigentlich kein Licht hinkommt, könnte man wahrscheinlich auch Sika 221 verwenden, das ist deutlich günstiger und das wird als haftstarker Dichtstoff vermarktet. Es soll aber auch sehr gut kleben, also von daher macht vielleicht mal einen Materialtest. Wenn ihr vielleicht ein bisschen Geld sparen wollt, geht es vielleicht auch mit Sika 221. Bevor ihr aber irgendwas klebt oder testet, schaut auf jeden Fall mal auf der offiziellen Sika-Webseite vorbei, denn da gibt es sogenannte Vorbehandlungstabellen, da seht ihr genau, wie ihr das Zeug, ja, das Material vorbehandeln müsst, ob es abgeschliffen werden muss, ob da ein Primer oder Aktivator drauf muss. Der ganze Spaß ist da für jedes Material super gut und für jeden Klebstoff aufgelistet. Das Alugerüst ist ja schon rau, aber das Alublech muss noch mit Schleifvlies angeraut werden. Dann wird Sika Aktivator 205 aufgetragen, dafür gibt es so coole Primerpinsel. Wichtig ist aber, dass ihr die nicht zweimal in die Becher eintaucht, damit der nicht verunreinigt wird. Mit einer normalen Kartuschenpistole macht man sich bei der Menge Kleber hier echt zum Affen. Ich habe mir deswegen hier so eine Akku-Kartuschenpistole geholt und die ist echt super praktisch. Man kann damit wunderschöne Klebenähte ziehen.
Vielleicht noch kurz zu den Nieten. Das sind wasserdichte Nieten aus Alu mit Edelstahldorn. Ja, rangenietet wurde das Ganze dann mit einer Druckluftpistole. Die konnte ich mir ausleihen. Das ist ein cooles Ding. So eine Akku-Nietzange, Pistole, wie auch immer. Funktioniert sicher auch gut von Hand. No way. Also das sind hier 900 Nieten, die ich in etwa daran gemacht habe. Jetzt ist die Kabine endlich fertig. Nachdem die ganzen Alubleche rangenietet und geklebt waren, war es Zeit für die Fenster. Die Ausschnitte waren ja schon drin, von daher war es jetzt kein großes Ding mehr. Und so ein Fenster einzubauen ist ja auch nichts Besonderes. Ich habe hier die Dometic Seitz S4 Fenster genommen. Einfach aus dem Grund, weil es sehr wahrscheinlich am ehesten für diese Fenster weltweit Ersatz gibt, wenn da mal eins kaputt sein sollte und man auch die Scheibe einzeln austauschen kann. Also ja, deswegen habe ich mich für die entschieden, auch wenn es nicht die günstigste Option war. Was auch ein Sicherheitsaspekt war, dass ich auf allen vier Seiten Fenster haben wollte. Also ich habe hinten nach rechts und nach links raus die Dometic-Fenster. Und vorne habe ich ein kleines Bullauge verbaut, wodurch ich hier in die Fahrerkabine schauen kann. Ja, nach oben hin sowieso das Dachfenster. Und da habe ich mich einfach mega drüber gefreut, dass ich da jetzt endlich ein Fenster im Dach verbauen konnte. Das wollte ich damals ja schon in meinem Opel so gern haben. Da ging es nicht, weil das Dach sehr uneben war. Das ist auch ein günstiges Dachfenster aus dem Bootsbau, das baut nicht hoch auf, ich glaube 2,5 cm, also ist jetzt besser als die typischen Campingfenster. Die Tür habe ich beim Einbau leider nicht gefilmt, will ich euch aber trotzdem nochmal kurz zeigen. Die ist ganz normal auch aus den Aluprofilen gebaut, die sind auf drei Seiten geschlossen, in die Nut, damit man sie auch verschrauben kann. An den Ecken habe ich sie auf Gärung gesägt, es ist ein normales Schloss drin und... Hier habe ich nochmal einen Anschlag gemacht. Den würde ich anders bauen tatsächlich. Also der Spalt hier zwischen ist nur 2 mm groß bei mir. Das ist einfach viel zu wenig. Das muss deutlich weiter nach innen versetzt sein, damit da ein ordentliches Gummi drauf kann. Es kommt nämlich immer noch Licht durch, wenn die Tür zu ist. Ich habe schon verschiedenste Gummis ausprobiert, aber keins davon hat so richtig gut funktioniert. Deswegen muss ich nochmal ein bisschen rumexperimentieren. Hier an der Tür habe ich jetzt außen nochmal so eins dran geklebt. Das ist den Spalt ein bisschen verdeckt, aber da muss ich auch was anderes machen. Wahrscheinlich werde ich nochmal Alustreifen rundum um die Tür hier auf die Kante kleben, damit der Spalt verdeckt ist. Und dann hoffe ich, dass es halbwegs wasserdicht ist. Wenn ihr da noch irgendeine Idee habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Das sind schon hier aus Alu. Da quillt jetzt noch ein bisschen die Dichtmasse raus. Und ja, die muss ich mal sauber machen. Von innen sieht das Ganze einfach so aus. Hier kommt die Edelstahlschraube raus. Ach so, und ich habe hier noch solche Aluwinkel auf die Kanten geklebt, damit es nicht so scharfkantig ist. Das war für den TÜV wichtig. Und die Kanten sollten eigentlich auch ohne die Eckwinkel wasserdicht sein. Aber das ist auf jeden Fall nochmal ein zusätzlicher Schutz, falls der Kleber da nicht perfekt verteilt ist. Und es sieht auch optisch, finde ich, deutlich besser aus. Vorne bei den 135 Grad Ecken muss ich tatsächlich so oder so Winkel draufkleben, da sonst einfach ein Spalt dort war. Und sieht aber, finde ich, optisch auch einfach ganz cool aus mit diesen ganzen Winkeln jetzt dran. Jetzt wird aber mal getestet, ob die Kabine auch wirklich wasserdicht ist. Das ist ein großer Moment, denn wenn an nur irgendeiner Niete ein bisschen Wasser in so ein Aluprofil läuft, kommt es da wahrscheinlich nie wieder raus und ist halt echt nicht so geil, Wasser in der Kabine zu haben. Gut, schwimmen kann da jetzt nichts, aber es sollte wirklich alles hoffentlich dicht sein. Drückt mir die Daumen. Oh Scheiße, ich habe gerade entdeckt, dass hier doch Wasser reingekommen ist. Wow. Jetzt war ich hier in der Nut. Ich glaube, ich weiß auch, woher es kommt. Aber ich muss es jetzt erstmal trocken wischen und dann zeige ich euch das. Ich vermute ganz stark, also die Tür ist ja noch nicht fertig abgedichtet, dass es hier durch die Kante reingezogen ist. Und da war auch gestern aus Versehen ein bisschen Wasser. Wir haben nicht so sehr auf die Tür gehalten, weil die Dichtung noch nicht ganz fertig ist. Noch nicht 100% dicht ist und das hier unten hatte ich noch gar nicht abgedichtet. Da ist aber ein bisschen Wasser drauf gekommen und das wird da durchgesickert sein. Naja, die Kabine steht da noch ein bisschen in Trocknen. Ich werde mal die Heizung anschmeißen und dann, Wasser ist eigentlich soweit rausgewischt, aber dann sollte es auch soweit wieder gut sein. Oh Mann, ey. Okay, nochmal Glück gehabt. Das war jetzt wirklich nur die Tür. Der Rest ist alles dicht. Also,
Das erledige ich jetzt noch, damit es nicht nochmal passiert. Und dann ist die Kabine auch wirklich dicht. Das freut mich extrem. Theoretisch sollte halt alles passen. Und dafür war der Test da. Für mich geht es jetzt mit der Isolierung weiter und dann kann die Kabine auch schon fast aufs Auto. Am Lux muss ich aber tatsächlich noch ein paar Sachen machen, bevor die Kabine drauf kann, denn der passt ja sonst nicht mehr hier in die Garage. Ich habe noch ein bisschen Rost am Schweller gefunden, den Schnorchel habe ich schon eingebaut und der Keilriemen muss noch gewechselt werden. Ja. Falls ihr auch eine Wohnkabine selbst baut, lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen, ob ihr es auch aus solchen Alublechen und Aluprofilen machen würdet oder ob ihr eine andere Idee habt. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!